Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok und der lieben Xili. Boah. So, ja, wir sind gerade auf dem Weg. Mein Arbeitsauto holen. Und wir haben gedacht, ach, wir quatschen noch mal ein bisschen. Ja, nutzen wir die Zeit im Auto. Nutzen wir die Zeit sinnvoll, weil wir haben gedacht, das macht nicht immer so viel Spaß. Aber dann haben wir gedacht, hey, da können wir die Zeit doch nützlich füllen. Hallo. So ein Freak. Und außerdem wollten wir euch ja auch mal wieder ein Update geben, wie es mit der Schwangerschaft so läuft. Genau. Ist das Baby schon da? Nein. Nein, noch nicht ganz. Noch nicht da. Letztens wurde ich zum Beispiel gefragt, in welcher Woche ich bin. Von wem? Kommentar und dann im Video. Ah, okay. Und ich bin jetzt in der 39. Woche. In der 39. Am Freitag komme ich in die 40. Woche. Wow. Und wenn die abgeschlossen ist, dann ist der Termin. Also in eineinhalb Wochen ist der Termin. Ja, das ist krass. Ja. Also 29.05. Und genau. Schauen wir mal, ob es ein Juni-Kind wird. Schauen wir mal. Oft heißt es ja, dass beim ersten Kind ein paar Tage später kommt. Schauen wir mal. Aktuell fühlt es sich für mich auch noch überhaupt nicht so an, als ob es irgendwie losgehen würde. Aber das ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob man das vorher merken kann. Ja. Ich glaube, er fühlt sich noch wohl, er strampelt regelmäßig, obwohl er eigentlich ja gar keinen Platz mehr hat. Der liegt da so drin, so. Ja. Stell dir das mal vor, wie das da so drin zerknautscht ist. Ist euch mal ein Bild, vielleicht kannst du ja mal ein Bild einblenden, wie so ein Baby im 10. Monat im Bauch liegt. Das sieht so unbequem aus, aber die Babys mögen das wohl. Die finden das toll. Ich stelle mir das auch, wenn ich zum Beispiel so 2-3 Stunden eine Position einnehme. Ja. Boah, mir tut alles weh danach. Ich würde jetzt sagen, schwimmt im Fruchtwasser, aber wirklich schwimmen tut der auch nicht mehr. Er ist nur zusammengefaltet und umgeben von Fruchtwasser. Ja, also, da, ich meine, auch umgeben ist gut. Wahrscheinlich in irgendwelchen Falten und ja. So liegt der halbe bis ein Liter Wasser, was dann noch drin ist. Ich glaube, ein Liter. Ein Liter? Das ist nicht viel. Aber ich muss sagen, mir geht's echt erstaunlich gut und ich bin da so dankbar dafür. Ich kann mich echt nicht beklagen. Natürlich habe ich mal, wenn ich nachts schlafe, dann länger, also wenn ich länger liege, dann mal Rückenschmerzen oder es zieht mal oder der Kleine drückt mal aufs Becken oder in die Blase. Das ist natürlich alles unangenehm, aber es gibt, glaube ich, wesentlich stärkere Schwangerschaftsbeschwerden und ich kann mich echt nicht beklagen. Mir geht's echt gut. Das merke auch ich. Ja, genau, also. Dementsprechend geht es auch sauer gut. Ich krieg eigentlich nicht so viel ab. Ja, und dadurch, dass ich ja auch zu Hause bin und ich arbeite und keinen Stress habe und ich mache mir auch selber keinen Stress, ich bin einfach ganz entspannt. Nee, ist eigentlich total echt angenehm. Bin ich schon, gell? Ja. Nicht bei mir, so unangenehm wie sonst. Achso, nee, so meine ich nicht. Ich bin auch ja zurzeit nicht so viel am Arbeiten. Ja, also, stimmt, wegen Corona immer noch. Genau, deswegen gibt es nicht so viele Kinder, die in die Schule müssen und da ist das auch bei mir alles ein bisschen entspannter, zumindest in der Hinsicht. Und wenn der Kleine da ist, dann hast du ja eh erstmal 2 Monate Elternzeit. Ja. Dann sind wir auch beide noch zu Hause und können uns mal an die neue Situation gewöhnen. So haben wir das jetzt geplant. Es gibt Väter, die nehmen gar keine Elternzeit, was ich schade finde, weil wenn man schon ein Kind kriegt, sollte man das schon irgendwie auch mitkriegen und genießen. Und ich habe mir das persönlich auch gewünscht, dass du die ersten 2 Monate da bist, damit du mir auch helfen kannst und wir auch zusammen uns da ein bisschen reinfinden können. Genau. Und ich mich dran da reinfinde und dann kommst du ein paar Monate später dazu oder so. Ich glaube, dass das eine gute Lösung für uns ist. Ja. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Also ich muss zugeben, mir war es natürlich mehr oder weniger irgendwie egal. Ich habe halt dann immer gedacht, so, ja, ich will ja jetzt auch nicht vielen. Das war vor allem am Anfang, wo es noch kein Corona gab, da war das so, ja, weil während der Schulzeit ist das immer ein bisschen schwierig, weil er hat nicht so viele Leute. Und jetzt, wo Corona ist, ist das natürlich ein bisschen auch entspannter. Das stimmt. Und genau, deswegen ist es eigentlich ganz cool. Das Witzige ist ja, 2 Monate bin ich ja dann in Elternzeit und dann sind die Sommerferien. Ach, ja, okay, gut. Und da ist dann auch relativ wenig los. Dann wird wahrscheinlich gar nichts sein. Ah, okay. Ja, ist doch schön, dann können wir die Zeit ein bisschen genießen. Ja. Ist doch, finde ich gut. Ist ganz okay. Dein Sohn wird sich auch freuen, wenn du da bist. Ja. Ja. Ja, und ansonsten, also mir geht's vergleichsweise gut. Ich habe immer noch ein bisschen Angst vor der Geburt. Vor den Wehen. Kann ich verstehen. Ich nicht so genau weiß, was auf mich zukommt, wie schlimm es wird, wie schmerzhaft es wird. Ich mach
nicht so einen Krach. Entschuldige. Und ich ja eh so eher schmerzempfindlich bin, aber mei, da muss ich jetzt durch. Wie sieht es mit dir aus? Wie geht's dir? Ja, also je näher der Tag ranrückt, desto mehr Respekt habe ich davor. Echt? Ja, und ich denke mir auch immer mehr, dass du an diesem Tag dann ganz schön was leisten musst. Und dass das. Sprich das nicht so aus. Ja. Dass ich dann natürlich versuchen werde, so gut wie möglich ist, dich zu unterstützen. Und ja, man so, je näher das rückt, desto realer wird das einfach. Und ja, das stimmt schon. Es ist wirklich so, wo ich dann denke, okay, wow, das ist nicht so einfach, man geht zum Zahnarzt oder sowas, sondern das ist schon ein bisschen was Spezielleres. Ja. Und unser Leben wird ab dem Zeitpunkt, wo wir diesen Moment überstanden haben, der Geburt komplett anders sein. Ja. So gespannt, aber ich freue mich auch drauf. Ja, ich freue mich auch mega drauf. Vor allem die ganzen Vorbereitungen sind schon so langsam abgeschlossen, ja, und so. Und das stimmt, wir haben eigentlich so alles Wichtige jetzt erledigt. Ja. Wohnung ist schon einigermaßen kindersicher. Das ist ja dann auch so eine Vorfreude. Das ist wie Weihnachten, wenn man anfängt zu schmücken, Kekse zu backen und so weiter. Und dann kann man es kaum erwarten, wenn man die Geschenke auspacken kann. Sie ist das Geschenk. Du packst aus, da super. Gut, sie packt es aus im Prinzip. Und ich krieg's dann. Nein, nee, ich freue mich wirklich sehr. Also wird eine geile Zeit, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch schon so gespannt, wie er aussieht. Meine Mutter fragt schon immer, wird er Haare auf dem Kopf haben? Keine Ahnung. Ich zum Beispiel, ich hatte sehr viele, sehr dunkle Haare auf dem Kopf, als ich auf die Welt kam. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also ich sah ungefähr so aus wie du. Jetzt. Boah, krass. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie, ob ihr wisst, ob ihr Haare auf dem Kopf hattet, als ihr geboren wurdet und was für Details ihr wisst oder ob ihr vielleicht selber schon Eltern seid und euer Sohn oder Tochter Haare auf dem Kopf hat oder nicht. Ich bin dann auch gespannt, wie ich selber ihn sehe, ob ich sage, boah, der sieht aus wie du oder ob ich sage, ja, keine Ahnung, sieht süß aus und ob alle anderen sagen, boah, der sieht aber krass aus wie ich. Das ist aber nett. Der sieht aus wie du, oder? Er sieht süß aus, was soll das heißen? Nein, so war es nicht gemeint. Nein, aber ich denke mir, ich weiß nicht, ob ich das selber sehe, wenn er wie einer von uns aussieht. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil bei meiner Schwester zum Beispiel damals, habe ich die gesehen und die sah aus wie ihr Vater eindeutig. Oder auch meine Cousine, wenn ich Fotos sehe, die Drama. Sieht aus wie, nein, nicht Drama, nicht schlimm, aber interessant, das so zu sehen. Ja, dass man das vor allem in den Minuten nach der Geburt so krass sieht. Das ändert sich ja dann auch mit der Zeit. Ist ja nicht so, dass sie jetzt noch genauso aussieht, aber das fand ich voll faszinierend, das damals zu sehen, dass sie wirklich, das Gesicht ist so klein und du siehst einfach diese eine Person Vater in diesem Gesicht, obwohl es noch voll zerknautscht und runzlig ist, voll komisch. Und das weiß ich aber nicht, ob man das als Eltern selber sieht. Müsste ich mal meine Mutter fragen, ob sie das gesehen hat, dass meine Schwester so krass nach ihrem Vater aussah. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall interessant. Da bin ich halt gespannt, was dann auch die anderen sagen. Aber da gibt es wahrscheinlich welche, die sagen, er sieht voll wie du aus oder wie ich oder keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich auch. Und auch, wie laut er weinen wird. Ja, ob er überhaupt weinen kann. Ob er wenig weint, ob er viel weint, aber weinen kann er bestimmt. Nicht mehr schlecht. Oder ob es Dornmädchen plötzlich ist. Boah, das wäre krass. Ja, aber auf den Ultraschalls war es immer sehr eindeutig. Ja, war schon. Also auch die Ärztin hat immer gesagt, ja, er ist immer noch ein Junge. Aber wer weiß. Ich weiß immer, so ein Finger oder was auch immer. Nee, ich glaube auch nicht. Aber so Überraschungen gab es oft. Gibt es oft. Plötzlich ist es dann doch ein Mädchen oder ein Junge. Ich glaube, das war aber eher früher. Ich glaube, heutzutage sind die Ultraschallgeräte so gut. Ja. Stimmt, die hat ja, oder er, ich weiß nicht mehr, wer das war, die hat immer so ein Bild gemacht oder gezeigt, so in 3D, da habe ich auch gedacht, boah, ja, krass. Das ist krass, da siehst du ja dann bei diesen 3D-Ultraschall siehst du ja schon richtig krass das Gesicht dann, ja, und die Gesichtszüge. Das ist schon echt krass. Das kannst du hier in Deutschland auch machen, kostet aber halt dann, musst du dann selber zahlen, kostet halt dann, keine Ahnung, er hat es mal aus Versehen angemacht, oder? Oder sie. Wie ja, dieses 3D-Gesicht. Ja, einmal hat er doch auf 3D geschaltet. Echt? Ja. Aber nur kurz, oder? Hat man ja, das nie gesehen? 10, 20 Sekunden hat geschaut und geguckt. Okay. Und man hat ein bisschen das Gesicht gesehen. Okay. Ja, war das bei dem viel. Organscreening, oder? Ja, kann sein. Okay. Nee, aber du kannst in so eine spezielle Klinik gehen und dann kannst du richtig, keine Ahnung, eine halbe Stunde das Gesicht von deinem Kind
anschauen. Da will ich niemanden Vorwürfe machen, wenn jemand das macht, aber das finde ich ein bisschen... Ja, das kostet halt dann 200, 300, 400 Euro oder so. Ja. Eine nette Sache, aber ja. Man kriegt es ja so oder so irgendwann zu sehen. Irgendwas wollte ich dich noch fragen, ja, aber das habe ich nicht, ich habe es vergessen. Ich bin echt schon gespannt. Auch wie die Hunde dann reagieren werden. Ich weiß nicht, ob ihr unser Video gesehen habt, wo wir schon mal so Babygeschrei angemacht haben. Ja. Die Reaktion war ja gar nicht so schlecht. Nee. Hätte anders da ausgehen können, aber wir haben es jetzt auch ein paar Mal schon getestet, so, also du. Und sie sind eigentlich immer ruhig geblieben. Ja, der Leo wollte immer gleich spielen. Die Amy hat sich schlafen gelegt oder das gerade gemacht, was sie halt gerade gemacht hat. Also total entspannt. Auch wenn sie jetzt so nicht reagiert haben, zumindest kennen sie das Geräusch schon mal das so. Das ist schon mal was, ja. Und flippen dann nicht beim ersten Mal voll aus, weil es ist trotzdem was anderes, wenn es ein echtes Baby ist. Aber ich glaube, dass sie dann ganz anders damit umgehen, weil sie es halt schon einfach ein bisschen kennen. Da will ich auch mal schauen. Ich würde das voll gerne auch auf Kamera festhalten, wie die Hunde dann eben reagieren auf wirklich aufs Baby. Mhm. Mal schauen, wahrscheinlich sind wir fix und fertig, wenn wir aus dem Krankenhaus kommen. Vielleicht wird es auch nichts, aber eigentlich würde ich es gerne festhalten, allein schon für uns. Ach, eine lustige Sache fällt mir noch ein, was du letztens gemeint hast, dass du das allen erzählst. Der Termin ist ja am 29.05. Ich habe am 26.05. einen Friseurtermin. Richtig. Und ich habe mit meinen Kollegen und so schon drüber geredet und manche haben sich ja lustig gemacht, dass das ja gar nicht klappen wird oder ob das mutig ist. Ich bin gespannt. Ihr könnt ja mal auch überlegen. Meint ihr, sie wird diesen Friseurtermin wahrnehmen und sie wird voll gestylt zur Geburt im Kreissaal gehen? Oder wird das nichts mehr und sie muss den Termin absagen? Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich bin optimistisch. Ich habe halt, aber als es hieß, Friseure machen wieder auf, habe ich halt dann, ich weiß nicht, habe ich am ersten Tag oder am zweiten Tag, es kann sein, dass ich den ersten Tag verbummelt habe, dann habe ich halt angerufen und dann habe ich halt gefragt, ja, wann ist denn der nächste Termin frei? Ja, 26.05. Ich so, das ist knapp. Und das war vor 4, 5 Wochen. Und dann hat sie halt gefragt, ja, soll ich immer festhalten? Dann habe ich gemeint, ja, aber was, wenn ich dann gerade irgendwie im Krankenhaus liege? Dann hat sie gemeint, ja, wenn ich kann, soll ich absagen. Wenn nicht, ist mir auch nicht böse. Wir haben ja da in der Nähe gewohnt und die ist total nett, die Friseurin. Und dann habe ich gesagt, ja, das finde ich super, danke. Und dann halten wir das mal fest. Ich glaube, ich kann zum Friseur gehen. Ich will sie noch mal ein bisschen kürzer haben. Letztes Jahr zu meinem Geburtstag habe ich sie auch geschnitten. Ich habe ja dann nämlich auch Geburtstag am 2.6. Das vergesse ich immer voll. Ja. Da denke ich gerade so überhaupt nicht dran. Nee, ich auch nicht. Das ist mir gerade sowas von egal, dass ich Geburtstag habe. Es könnte nämlich sein, 2.6., dass er an meinem Geburtstag kommt. Möglich wäre es. Ist ja nur 3 Tage nach Termin. Ja, ist nicht unmöglich. Ja. An deinem hoffentlich nicht. 14.06., das wäre mir dann doch ein bisschen zu spät. Ja. Nee, das wäre zu krass. 2.06. wäre echt geil. Ich fände das so cool, wenn meine zwei wichtigsten Menschen an einem Tag Geburtstag hätten. Man macht dann immer eine große Feier, wo alle herkommen. Weil man selber, wenn man ja älter ist, feiert man ja den Geburtstag nicht mehr so krass. Ja, ich bin sowieso nicht so der krasse Geburtstagsfeierer. Und wenn dann da noch ein Kind ist, ist das wieder ein bisschen was anderes. Ja, deswegen fände ich das ganz witzig. Ja, ich fände es auch völlig okay. Also mich würde es nicht stören. Und es wäre ein nettes Geburtstagsgeschenk. Vielleicht ist es sogar angenehmer. Bin ich fein raus. Ja, also wenn der an meinem Geburtstag kommt, erwarte ich was richtig Großes. Ja. Wir haben übrigens auch schon vermutlich, wahrscheinlich einen Namen. Den wollen wir jetzt noch nicht verraten. Nee, weil wir noch nicht... Wir sind eigentlich schon ziemlich sicher, aber... Wir wollen uns die Option noch offen halten. Genau. Ihr habt ja schon fleißig Vorschläge gemacht, danke dafür. Ja. Wir haben wahrscheinlich einen, jetzt überlegen wir noch, ob wir einen Zweitnamen machen wollen oder nicht. Habt ihr einen? Stimmt. Findet ihr das gut, dass ihr einen habt oder nicht? Oder ist euch der peinlich, weil es der vom Opa ist? Also ich habe keinen zweiten Namen und sie leider auch nicht. Oder? Leider, ja. Wie man sieht. Ja, und ansonsten sind wir eigentlich echt bereit, oder? Ja. Es fühlt sich aber gut an, bereit zu sein. Wir haben soweit alles hergerichtet, Wickelkommode steht und so weiter. Ja. Das Bett baust du dann auf, wenn ich im Krankenhaus bin, haben wir gesagt, damit Bettplätze du was zu tun haben wir auch hast. Schon getauscht, weil sie muss dann auf der Wandseite, nicht auf der Schrankseite sein, weil sonst kann man da kein Babybett aufbauen. Und sonst müsste sie immer über mich drüber krabbeln, wenn das Baby schreit und Hunger hat. Ja, nur weil du nicht stillen willst. Wollen? Davon ist nicht die Rede. So, ja, wir sind jetzt da.
genau, schreibt mal in die Kommentare eure Tipps, wann der Kleine auf die Welt kommt. Genau. Was schreibt, denkt ihr? Ich bin gespannt, was die Leute so schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch unterhalten. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich, ich beantworte genau. sie gerne. Vielleicht können wir ja oder dann auch nochmal ein Video zu Fragen machen, wenn welche kommen sollten. Wenn noch Zeit ist. Wenn noch Zeit ist, genau. Und dann bis demnächst. Ciao. Peace.